Ja, jedes Mal muss man das wegmachen. Jedes Mal muss man das wegmachen. Ja, 6 von 10, starten wir gleich durch und geben Gas und ich glaube, ich fange wieder mein Fliegen an. Aber diesmal mache ich nur einen Parkplatz zurzeit, weil das ziemlich lange jetzt dauert mit den Trainingskursen hier. Ein Propellerflugzeug. Motor. Aha, okay. 400 PS, das ist sehr schön krank, ey. Geht richtig nach oben. Aha, okay, drei Blätter. Das ist bestimmt auch wieder gleich wie letztes Mal. Kompass, was? Die besten Funkgeräte können Signale. Sind die, was? GPS? Wie dumm, das gibt's hier schon? Oh, GPS gab's in dem Zeitpunkt sogar schon. Ja, aber wahrscheinlich ja nur für Flugzeuge und so. Und nicht für Navis oder so. Die gab's ja damals noch nicht. Beziehungsweise nicht so, wie sie heute sind. Blablabla. Gerader Flüge erzeugt den größten Widerstand. Ja, Volltrapezflüge. Okay. Was? Die nur in einer Richtung schwenkbar sind, erzeugen den größten Widerstand. Aha. Okay. Ja, das ist wieder einziehbar. Ja. Der Heck ist Standard, glaube ich. Ich stelle übrigens. Okay. Dann mal rein. Ich glaube, langsam fängt das schon an, wo ich die falschen Sachen mitnehme. Die Waage ins Gleichgewicht. Guck mal, hier dreht er schon durch. Zwei. Oh. Kissen sammeln. Volltrapezflügel, Teiltrapezflügel. Na, Volltrapez, ich glaube, das ist ja schon das Beste. Stiefel in das blinkende Loch. Benutze Stiefel? Dabei Öl, um die Reibung zu verringern. Stiefel und Öl. Hier, Schluck, scheiß Stiefel. Wie Basketball. Das sind wirklich die Basics von Physik. Ordne die Magneten so an, dass außer das vorgegebene Muster entsteht. Das sind keine Basics von Physik. Das sind keine Basics. Das ist... Hey, los! Das ist über die Magneten in Nord und Süd. Ja, schön und toll, aber das muss man nicht in 100 Kursen machen. Ach, zum Katzen, ey. Ja, ihr scheiß Magneten, ey. Frisst euch gegenseitig. Wer, du nimmst das nicht an? Wer, du nimmst das nicht an? Wie dumm, warum haben wir noch 4 Magneten über? Verstehe ich nicht. Was haben die sich dabei gedacht? Alle roten Knöpfe zugleich, indem du die Kurbel drehst. Naja, ich drehe die Kurbel gleich. Gucken hier. Kleiner kommt da rein. This is richtig. Dann wird das ja wohl auch richtig sein. Das war richtig. Eingebautes Cockpit mit mittlerem Übergang zum Heck. Mittleren? Klein. Lege das einfache Großen? Gerät an die Stelle, wo es seine praktische Anwendung findet. Überprüfe dann deine Antwort. Ich weiß gar nicht, die beiden Hebel hier oder welche? Das ist klar. Okay, war richtig. Ja, eine Rohrzange war das, glaube ich. Das Cockpit mit steilem Übergang zum Heck. Suche zu den Energiearten die Bilder, die sie darstellen. Es gibt 2 Paare. Prüfe dann deine Antwort nach. Potenziell und kinetische. Ach, komisch, dass er nur mit der Achterbahn ist und die sich bewegen und nicht bewegen. Irgendwie stumpf. Soll ich den ganzen Weg wieder hier zurückgehen? Aber das Lager sieht hier gar nicht so schlimm aus. Kommt mal wesentlich ohne Probleme wieder zurück. Muster entsteht. Ich hasse Magneten ordnen. Ich hasse Magneten ordnen. Froh, dass ich bald den Scheiß durch bin. Schalte ich das aus, ey. Das ist das Erste, was ich ausschalte. Dumme Rätsel. Scheiß Magneten, ey. Muss ich Arsch stecken. Nein, na toll. Jetzt wollte ich das bestimmt wieder so, dass ich... Nicht mal irgendein Rätsel abgebrochen, weil ich das. Ja, so gesagt nicht hinbekommen habe. Weil ich die falschen benutzt habe und dann gesagt: Oh, scheiß Rätsel, fick dich, du scheiß Teil. Ja, wahrscheinlich. Okay, weil. Guck grad. Norden. Nee, das passt, okay. Yes, Norden. Fahr doch zur Hölle. Ja, ich drehe die schon auf Süden. Fuck you. Gott, sieht das scheiße aus. Ob der das noch annimmt? Und wer nicht, du scheiß... Du scheiß... Spiel, du. Nimm's an. Los! Das war mir klar. Fick dich! Schieß die Wassermelone in das blinkende Loch. Stelle dazu die Schwerkraft auf niedrig ein.
Ja, dann eins, ne? Was? Ach, was im Lohne? Mann, zu und kann ich auch nicht. Globales Satellitennavigationssystem. GPS. GPS, ja, GPS, ja. Damals super Hightech und heute in aller Munde, so gesagt. Kennt jeder. Ordne die Hat jeder, also so dieses Drecksenie. Dass das vorgegebene Muster entsteht. Das Spiel will mich echt zum Wahnsinn treiben, ey. Ein scheiß Magnetenmuster, ey. Wo ist deine scheiß Magneten, ey? Gibt es keinen Cheat hier dafür oder so einen Trainer oder so? Magnetenrätsel ausschalten. Ich die nochmal sehe. Scheiß Magnetenrätsel. Magnetenordne macht so Spaß. Magnetenordne macht so Spaß. Oh Gott, ey. Ich schwöre, das Let's Play, das wäre um 1 Million mal kürzer, wenn ich diese Scheiß... Naja, nicht die Rätsel, sondern nur diese Magnetenrätsel, die ich machen muss. Ach, ich bin doch toll. Ich höre die da unten rum. Ja, hier, das sehe ich so gut mit dem Mikrofon auch wieder nicht, dass es das aufnimmt. Aber ich höre es, das reicht. Das liebe ich aber, wenn du Nachbarn hast, die ganze Zeit immer rumbögen. Wie nimmt das an? Arschgeil. Kompass mit Karte. Drück alle roten Knöpfe zugleich, indem du die Kurbel drehst. Okay. Extra so angebracht, Mann, dass er nur sowas anbringen kann. Nein, das geht nicht. Was machen wir jetzt? Ah, klein anbringen bringt ja nichts. Das heißt, wir nehmen den nächsten. Nee, da muss ein großer hin. Ein kleiner. Und noch ein kleiner. Und noch ein kleiner. Dafür kriegen wir jetzt. Gott, das Spiel war euch wahnsinnig. Streifenaufkleber. Scheiß auf Aufkleber. Rote Farbe. Oh, brauche ich auch nicht. Unwichtig. Bewege das einfache Gerät an die Stelle, wo es seine praktische Anwendung findet. Überprüfe dann deine Antwort. Wahrscheinlich muss ich die hier anbringen. Das ist die stinkende Schraube. Genau. Gut, alles angenommen. Ab und zu sind das auch nur ein paar Millimeter, die dann nicht annimmt. Blaue Farbe. Ja, Farbe, ich bin so froh. Ja, noch mehr Farbe. Ja, geil. Scheiße, die Farbe. Ja, weiter oben. Beziehungsweise, nein, so weit, hol dich nicht. Zurück, runter. Obwohl, ich glaube, da war ich schon. Suche zu den Energiearten die Bilder, die sie darstellen. Es gibt 4 Paare. Prüfe dann deine Antwort nach. Na, ja, nichts bewegt sich auf dem Bild, also potenzielle. Renn weg. Das Kraftwerk, der Segelflieger, der irgendwie sich nicht bewegt. Und die Achterbahn, wo sie nur die Arme nach oben ziehen. Oh, will ich verarschen? Mit 2 Blätter. Gott, wie finde ich hier eigentlich Farbe, ey? Ach ja, ich muss anders zurück. So, und wieder weiter nach oben. Dann habe ich das erste gleich hier fertig. Ordne die Magneten so an, dass das vorgegebene Muster entsteht. Ihr merkt, ne? Ich mag keine Magnetenrätsel. Gott, die sind so unnötig, ey, diesen Spiel. So unnötig! Ah! Scheiß Magnetenrätsel. Weißt du, wenn die Arschgeige das nicht annimmt, ey? Selbst beim ersten Mal, als ich es da abgebrochen habe. Die scheiß Magnetenrätsel. Da habe ich auch, ey, konnte die Linie nicht mehr sehen, ey. Eigentlich perfekt, aber nimmt er dich an und jetzt da. So, jetzt kann ich ihn wieder auseinandernehmen. Süden? Also muss ich andersrum drehen. Mache ich erstmal, sonst. Ah. Das macht mich wahnsinnig. Los, nimm zurück! Da, frisst deine Scheiße. Ich muss sie die hier verbraten. Ja. Norden friss. Ach nee, ich muss jetzt mal eine reinhauen. Süden friss. Süden drehen. Na, muss ich Süden. Na gut, so klappt das jetzt noch. Nimm an. Sonst bring ich dich um. Ich stech dich ab. Stech die CD ab. Sehr gut. Ach, Scheißding. Propeller mit 3 Blättern. Bring die Waage ins Gleichgewicht.
Gott sei Dank, wie soll ich denn da rankommen? Ja, ein tiefer, ne? Und dann von der anderen Seite hinkommen. Fuck. Bring die Waage ins Gleichgewicht. Ja, daran denke ich bestimmt nicht. 5, 4 und die 3. Oh, so viel. 2, so viel. 1. Soll ich hier mehr probieren als gucken? Geht schneller. Suche zu den Energiearten die Bilder, die sie darstellen. Es gibt 6 Paare. Prüfe dann deine Antwort nach. Okay. Chemische? Was ist das eigentlich? Das ist, ja, normalerdings Rasenmäher ist das, glaube ich. Oder geht das als mechanisch durch? Weiß ich nicht. Ja, chemische Energie. Blum. Oder Rasenmäher. Genau, Benzinrasenmäher. Ist kein Kabel dran. Die mechanische wäre der Rasenmäher nochmal. Stimmt ja, da ist der Motor drinnen. Freu dich, Rasenmäher. Okay, dann bin ich mit dem Lager echt bald fertig. Da oben sind noch sinnlose Türen. Na, scheiß drauf, dann gehe ich jetzt schon mal runter rüber. Das war ja sehr schlau. Wäre doch schon richtig gewesen. Zurück. Und einmal rechts. Einen tiefer muss ich gehen. Überlegen Sie die scheiß Bananen rum. Drück alle roten Knöpfe zugleich, indem du die Kurbel drehst. Wie schwer. Hier kann man ja also fast nichts falsch machen. Außer, dass man hier kleine reinpacken muss. Da hier, fast. Klappen, die einen Spalt öffnen. Ja, die einen Spalt öffnen. Wahrscheinlich schlecht ist das. Schieß die Wassermelone in das blinkende Loch. Benutze dabei Öl, um die Reihe. Moin, bestell dazu. Was ist das jetzt? 3 Blättern und 3 Blättern. 3 ist natürlich besser. Propeller mit 3 schwenkbaren Blättern und Propellernabenhaube. Ah, das Beste. Und davon haben die nur gesagt 3 Blätter? Bewege das einfache Gerät an die Stelle, wo es seine praktische Anwendung findet. Überprüfe dann deine Antwort. Naja, roll, roll, roll. Und hui. Flaches Triebwerk mit Einspritzen. Oh, die Musik dreht schon durch. Das ist doch nur Midi-Musik. Verbinde beide Batterien, die Glühlampe und den Schalter zu einem vollständigen Stromkreis. Schwer. Hätte ich zum Schalter gesagt. Citral-Aufkleber. Ja, super, Citral-Aufkleber. Ich bin so toll. Ich bin so froh, dass ich den gefunden habe. Und Bananen. Nein, eine GPS habe ich schon. Tschüss doch. Verbinde beide Batterien, die Glühlampe und den Schalter zu einem vollständigen Stromkreis. Das wird ja schon richtig schwer hier. Die drehen aber durch. Und wieder hat er nichts vom Schalter gesagt. Aber das sollten wir ja wissen mittlerweile. Fauler Klappen. Was? Fauler Klappen? Einspritzung? Was soll, habe ich gerade mitgenommen hier? Ach da, Fauler Klappen. Bananen. Einziehfahrwerk. Ja, Einziehfahrwerk. Das ist wohl das Beste, ne? Teiltrapez. Volltrapez ist ja schon das Beste. Flaches Triebwerk. Oh, Lampensack wird das so schwer. Mit den Sachen, die man hier haben muss. Stecke ich aber schon bald nicht mehr durch. Aber irgendwas soll ich in die Tonne schmeißen. Genau, Teiltrapezflügel. Gerader Flügel. Das ist ja noch schlechter. Ja, was nehmen wir denn hier? Eingebaut Kopf mit mittleren Übergang. Mit steilem Übergang. Ist gar nicht steil schlechter? Scheiße. Ah! Was passiert, wenn man nicht aufpasst? Aufkleber, Schlüssel, Aufkleber. Steiler Übergang. Mit mittleren Übergang. Leichten Übergang? Ist das andere leichte Übergang? Steil besser, ne? Offenes Cockpit. Das ist ja das Schlimmste. Räder mit Verkleidungen. Ah, okay. Mit Verkleidungen sogar. Das Cockpit. Eingebautes Cockpit mit sanftem Übergang zum Heck. Genau, das ist das Beste. Sanfter Übergang. Habe ich das Beste schon mit Narbe? Aufkleber. Ah ja, hier habe ich keine Ahnung, was gut ist.
Hola klappen. Klappen, die einen Spalt öffnen. Spalt? Klappe nur schwenkbar. Oh Gott, das ist das Schlimmste. Das will ich die Fauler behalten. Ich glaube, das sind die besten. Vermute ich mal. Hab ich eigentlich schon alles fürs Flugzeug? Kann ich auch probieren, ob ich gewinne? Leichtgeschwungenes Heckteil. Leichtgeschwungenes Heckteil. Drück alle roten Knöpfe zugleich, indem du die Kurbel drehst. Hatte ich das Ding nicht schon mal hier, das Rätsel? Nee, ein ähnliches. Aus! Er hängt fest. Ja, warum wohl? Weil er zur Seite geht. Nimm wir eben anderen, in dem Mut, raus bist du. Eat this. Ah, das kommt toll. Komm ich auch nicht hin. Nein, kann ich hier nur das erste nehmen. So, einen großen. Ich weiß doch. So, dann gucken wir mal, ob das reicht für die Gewinneinlage. Volltrapez, gerade Flügel, Volltrapez. Sanfter Übergang. Kompass und Karte. Und GPS. Aufkleber. Blaue Farbe oder rote Farbe. Rote Farbe sieht scheiße aus. Propeller. Leicht geschwungen. Stark gewinkelt. Was ist da besser? Da müssen wir nachgucken. Da haben wir den Dienen zur Steuerung. Die Regenluftwiderstand ist zu schnell. Ja, ach, das ist immer so. Je steiler der Übergang zwischen und Leiter, desto größer Luftwiderstand. Steil bedeutet, dass der Übergang nicht geschwungen ist und dadurch ein Luftwiderstand. Okay, also geschwungen muss ich nehmen. So, Klappen ist schwenkbar und Vorderklappen. Flaches Triebwerk. Flachtriebe und Einspritzung. Stimmt schlecht. Verkleidung. Das reicht. Mal gucken. Was? Das? Oh, oh, ah, das klappt, glaube ich. Ja, ein bisschen schneller bin ich. Ein Tick. Wahrscheinlich, weil ich nicht so gut im Motor eingebaut habe. Uhu. Hey, Professor. Ein Top-Wissenschaftler wie du müsste doch ein schnelleres Fahrzeug bauen können. Müsstest du doch, ey. Kannst du einen Laden hier übernimmst? Ja, gewonnen. So, ich könnte jetzt noch weitermachen, aber ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt aufgenommen habe. Naja, wir sehen uns in der nächsten Episode jetzt wieder. Jetzt werden das ein paar mehr Parts, leider deswegen, aber sonst wäre mir das viel zu lang. Ich möchte gar nicht wissen, wie lange ich jetzt für die anderen brauche. Wenn die anderen schon, ich glaube, der war das Schlimmste hier mit den Lager, wo was anderes total verkreuzt und quert ist. Wenn man zurück will, muss man da links gehen und rababababa. Na gut, Leute, lebt wohl, bis zur nächsten Episode und, ja, immer schön schlau bleiben.